Hallo und zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, in der letzten Folge haben wir den Todbringer hier erledigt. Ich habe ihm den Tod gebracht und er nicht umgedreht, würde ich sagen. So, schauen wir mal, was der hatte. Okay. Schön viel Zeug. Nehmen wir doch alles mit. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Wieso? Was hat er denn noch? Handhabungsspule. Okay. Schauen wir mal, ob wir was ablegen können. Modifikationen legen wir doch sowas hier ab, würde ich sagen. Okay. Und nehmen uns diese Spule mit. Sehr gut. Jetzt will ich aber noch ein bisschen durch den Raum hier schauen, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Alles mitnehmen. Das ist nur eine Kiste. Genau, alles schön mitnehmen. Wir wollen auch da mal schauen, jetzt vielleicht in den nächsten Folgen oder vielleicht in dieser Folge noch mal schauen, wer bekommt, dass wir uns vielleicht mal irgendeine Waffe noch holen. Weil wir haben ja noch, wie ihr seht, nee, haben wir nicht mehr. Okay, das ist doch schon alles voll. Was ist das? Fesselseil, genau. Das haben wir noch einmal bloß probiert bis jetzt. So, schauen wir mal. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir hier vorne wieder raus? Suche die Einsatzzentrale. So, dann machen wir noch mal hier auf. Holo-Projektor aktivieren. Danke, Dr. Sobek. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ja danken, nach dem, was sie gesagt hat. Dr. Sobek hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ja alle danken. Ja, aber... Ich meine, mein Gott. Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das lässt sich nur mit Blut bezahlen. Oh, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hacken irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das... Wir würden Ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen! Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihnen den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek. Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg.
Okay, Zero Dawn ist anscheinend ein Superwaffenprogramm. Was ist das? Was haben diese Leute getan? Was hat Elizabeth getan? Dass sie die Maschinen aufhalten können, aber ich glaube, dass es nach hinten losgegangen ist. Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. In Utah. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle. Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schattenkaja. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eclipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schattenkaja-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerk-Crash? Verwegen? Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Was war Zero Dawn? Was für eine Superwaffe hat Elizabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten. Aber nicht bevor ihre eigene Welt, ihre Zivilisation unterging. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Okay, ein Fluch für die Dunkelheit. 5 Kilometer von hier. Mal schauen, wo das ist. Komplett am anderen Ende von der Karte. Nähe Meridian. Okay, ich würde sagen, wir porten mal hierher. Schnellreisen ist zeitlich nicht möglich. Warum? Dann kann ich nicht schnell reisen. Jetzt. Okay, dann reisen wir mal nach Meridian. Oh, die Ladezeiten sind schon lang. Dass
So, und schauen wir doch mal, was der Händler hier noch hat. Waffen, was hast du denn da Schönes? Schatten-Sprengschleuder. Schatten-Stolperfalle. Ich werde die mal kaufen jetzt. Genau. Und legen die hier oben rein. Genau, jetzt haben wir hier nämlich alle drei Arten von Stolperfallen. Alles klar. Wir speichern. Erwartet der Rebellion noch immer keine Gesetze. Vielleicht hat er Angst. Eine erlebnisreiche Woche. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal da hinten lang. Was? Zur nächsten Quest, ein Fluch für die Dunkelheit. Die Rüstung schaut schon nice aus. Medizin, da sind wir nie zu gut vorbereitet nicht so gut dabei, würde ich sagen. Schauen wir, dass wir das wieder mal voll kriegen. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Muss ich ja nicht essen jetzt. Ich brauche noch Fischgräten, oder? Für mich. Hm, 40, ich muss mal schauen. Herstellen. Und zwar Tragekapazität von den Pfeilen. Kaninchenknochen. Okay, Karnickelknochen. Da ist ein Karnickel. Jetzt hat er gleich was. Noch mehr. Das ist auch ein Kaninchen. Runtergehüpft oder was?
haben wir es aber, komm. Kaninchen Haut, ich brauche Knochen. Mal weiter, werden wir schon irgendwie noch so Kaninchen finden. Ja, hier gibt es eine Quest. Nehmen wir doch gleich mit. Ah, die maschinenreitende Nora mit dem Spezialspeer. Welch ein Glück, dich zu treffen. Ich habe einen Vorschlag. Komm näher. Nenn mich Fernand. Komm auf den Punkt. Was möchtest du? Ich habe ein Relikt der Alten gefunden. Doch es liegt einfach zu weit oben für mich. Das Relikt liegt beim Anstieg zum Dämmerberg. Bring es zu mir an den Meridian Docks. Und es wird sich auszahlen. Das werden wir sehen. Okay. Oh. Sehr nützlich. Helfen können. Sägezahn. Muss mal schauen, ob ich ihn überbrücken kann. Nein. Hier. Kann hier sein. So, jetzt kommt, wo ist der Siegezahn jetzt? Das ist ein Feuer, okay, Lagerfeuer. Na, komm her. Kannst mir noch behilflich sein. Komm her zu Mama, komm.
bisschen Gas geben hier. Nicht da stehen bleiben. Feuerbrüllrücken. Wo lerne ich, wie man dich überbrückt? Ich glaube, ich sollte noch eine Brutstätte aufsuchen. Ja, haben wir denn hier einen in der Nähe? Glaube eher nicht. Da ist mein Sägezahn. Stefan, komm, schick jetzt an, los! Sägezahn. Zwei Sägezähne. Mei, oh mei. Das jetzt nicht.
jetzt endlich down. Mein Gott. Okay. Kein Platz. Nicht so lange aufgehalten, sondern wollte ich mir eigentlich gar nicht aufhalten. Das hilft. So Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut. Ich gehe schon mal in diese Richtung. Und ich würde dann sagen, dann machen wir das nächste Mal weiter. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.